Es wird Zeit für das alltägliche Leiden hier bei Feuer Mitternacht, eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Wir begeben uns jetzt wieder zurück zum Schlossgarten. Aber wie soll man das ohne Tempelurkunde machen? Ja, die Tempelurkunde wurde uns ja jetzt endlich mal in den Kommentaren geschrieben, brauchen wir nicht mehr. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe ja, dass die das ein bisschen nicht gehört hat. Dann kriegen wir einen Gamebreaker. Trotzdem stellt sich mir eigentlich eher die Frage, ich meine, wie kann das hier eigentlich der Schlossgarten sein? Das ist kein Schlossgarten. Soll ich sagen, wo ich dachte, dass wir hin müssen? Was dachtest du? Du hast diesen Vorbereich vom Schloss, wo auch Grünes ist. Warte mal, ich kann einfach mal ganz kurz nach oben laufen. Ja, einmal nach oben gehst, ja. Kannst du mal ganz kurz zeigen. Und ich dachte, dass hier irgendwas ist. Ach, dass hier irgendwo noch was ist. Weil ich meine, klar ist das nur Grünes am Rand, aber rechts, das ist ein Friedhof und kein Garten. Abgesehen davon, das hier passt aber wenigstens, oder es gehört wenigstens eindeutig zum Schloss. Ja, das andere liegt ja komplett außerhalb. Ja, also das ergibt ja für mich keinen Sinn. Also ich meine, es ist halt der Friedhof, natürlich habe ich nicht untersucht, wir sind ja nur durch Zufall irgendwie da hingegangen, aber ich meine, Zufall wird bestritten haben. Du meinst, Grafen, ich meine, in der Nähe sind Grabsteine, ne? Genau, die Sache ist halt einfach nur, mittlerweile kenne ich Mystery, die Spiele schon gut genug, dass ich einfach weiß, dass sie diesen Ort hier gemeint hat. Oh. Weißt du, wie wir eigentlich mit der Eroberung spielen müssen? Ja, nur mit dem RPG-Maker, in dem wir STRG drücken, weil ansonsten ziemlich oft nicht weiterkommen. Das machen wir ja nicht, sondern wir fixen ja dann immer, ne? Also müssten wir es eigentlich quasi Livestream machen, damit man dann immer quasi, oh, wir müssen mal wieder fixen. Der hat schon Silber. Ja, hat schon was. Du hast das schon ausgerüstet, jeden. Ah, stimmt. Warte mal, er hat schon das Kreuzschwert, oder? Oder, warte mal, was war denn? Nee, Melchior war das, ne? Ja. Genau, perfekt. Genau, jeder hat eine MP-Hype. Okay, sehr schön. Das war doch alles, was ich sicherstellen wollte. Weißt du, ich spiele keine Spiele mit Cheaten. Ja? Genau. Außer das Spiel lässt uns keine andere Wahl und ich glaube, das wird bei Eroberung der Fall sein. Ja, aber da greift man ja dann immer sozusagen ein. Hier geht es nicht weiter. Okay, müssen wir scheinbar noch ein Rätsel lösen. Nein, wir müssen nochmal den Schalter umlegen. Ach, du hast recht, wir haben den Schalter, glaube ich, nur dreimal umgelegt, ne? Wir müssen den wahrscheinlich vier oder fünf oder sechsmal umlegen. Vielleicht ging die Variable zurück sozusagen, weil wir den Dungeon verlassen haben. Vielleicht ist die Variable aber auch einfach komplett falsch eingestellt und wir haben jetzt einen Breaker. Ich weiß nicht, warum seit dem letzten Patch gleich bei mir so schlimm ist. Ah, den haben wir nicht umgelegt. Stimmt, wir haben nur den unteren umgelegt. Ja. Da hat sich was geöffnet. Vor allem, das hat er auch beim letzten Mal auch schon gesagt. Das war allerdings schlicht und ergreifend eine Lüge, weil das hat sich gar nicht geöffnet. Nein, da hat er gesagt, es ist was passiert. Nee, beim letzten Mal bin ich mir recht sicher, hat er auch gesagt, da hat sich was geöffnet. Okay. Was sollen diese Glasscherben ständig? Ja, ich verstehe das Geräusch auch nicht so wirklich. Aber hey, es ist schön zu hören, dass du es hörst, weil dadurch wissen wir nämlich, dass Skype tatsächlich mal funktioniert. Ach, wir müssen vielleicht irgendwann wirklich anfangen. Siehste, Steve, siehste, ich hab's dir gesagt. Mr. Ready war endlich clever genug, am finalen Ort einen Speicherpunkt zu platzieren. Unser ganzes Zurückgelaufen in der letzten Folge war komplett unnötig, Steve. Oh nein, wir haben dadurch 10 Sekunden mehr Zeit verbraucht. Mindestens 2 Minuten unseres wunderbaren Lebens, Steve. Ich glaube, wir müssen wirklich bald anfangen, auf Discord zu wechseln. Also diese Übertragung ist mittlerweile so schlimm geworden, ja, ey. Da muss ich dir allerdings zustimmen. Also ich muss sagen, Discord ist auch nicht optimal. Aber bei Skype, ich habe vor allem immer ein ziemlich krasses Rauschen bei dir drin. Ja, yeah. Suisho Maru hat es mal wunderschön ausgedrückt. Der meinte, was ist die Nische von Skype? Alles zu können, was auch Discord kann, nur schlechter. Also wenn du möchtest, Steve, dann können wir gerne ab dem nächsten Mal gerne mal Discord probieren. Das ist echt krass, ey. Ein Teleportverstärker. Ich wette, er führt uns zum Jungen. Bin schon gespannt, wohin er führt. Gut, dass ich gerade noch mal das Spiel gespeichert habe. Aber es ist so schlecht. Warum? Warte mal kurz. Darf ich dir anmerken, wie dumm das ist? Du kannst gerne anmerken, was du möchtest, Steve, ja? Wir gehen jetzt hier rein, wieder, ja? In diesen komischen Pseudo-Dungeon, den irgendjemand gebaut hat, obwohl es keinen Sinn ergibt. Ja. Warum zum Beispiel könnte das hier nicht eine Grabstätte sein, eine geheime Grabstätte, wo jetzt hier entsprechend man Gräber von alten Königen sieht und so weiter? Dann würde dieser Ort irgendwie Sinn ergeben, dass er dort ist, dass man da vom Friedhof aus reinkommt. Ich wollte gerade sagen, du meinst, nur weil wir zufälligerweise durch einen Grabstein hindurchgehen, muss es sich hierbei auch um eine Grabstätte handeln? So, das wäre aber irgendwo noch logisch nachvollziehbar oder in einem Worldbuilding erklärbar, ja? Aber warum ist der denn? Für was existiert der? Ja, und warum natürlich muss darin ein Teleporter sein, der mit Hilfe von Magie uns dann woanders hinbringt? Ein Teleportverstärker, Steve. Ein Teleportverstärker. Wir müssen ja trotzdem noch Teleport benutzen als Spell, genau. Ja? Der wird uns wahrscheinlich genau dorthin führen, wo der Junge ist. Warte, du willst doch nicht mit uns dahin. Und wenn wir Glück haben, werden wir direkt auch noch Sordak sehen. Und dann gibt's irgendeinen neuen tollen Plot-Twist. Ich hoffe, du freust dich schon drauf.
Weißt du, weißt, was ich noch übelst lustig finden würde? Wenn Zordax seinen Helm abnimmt und sagt, ja, Mann, ich bin dein Vater. Nein, ja, Mann, ich bin dein Bruder, dein lange verschollener dritter Bruder. Ja, komm mit zum Imperator. Keine Sorge, ich kann inzwischen mit diesen Kräften einiger Massen umgehen. Oder willst du lieber hier bleiben und warten? Wenn du so fragst, ja. Ach, und von mir behaupten, ich wäre feige. Dann los, gib dir einen Schubs. In 10 Sekunden hast du es überstanden. So lange dauert das Teleportieren? Warte doch. Ja, ganz offensichtlich schon. Ohne Mist, weißt du, ich finde das Teleportieren mit Magie irgendwie viel schlimmer als das Beamen in Star Trek. Das Beamen in Star Trek war ja auch einfach nur da, genau, um Distanzen zu verringern. Genau, naja, man hat's gemacht, weil man keine Landesszenen darstellen konnte und das billiger machen wollte. Deswegen wurde Beamen erfunden, das ist der wahre Grund. Da haben sie auch mal gesagt. Deswegen ja, ist ja auch gar kein Problem, genau. So, aber das Beamen wird ja technisch begründet. Ja, also man hat quasi, das ist ja technisch begründet, worum das geht. Ja, das ist, damit kann ich irgendwie eher leben, als mit diesem Magiekram. Steve, wo wir gerade schon bei sehr fragwürdigen Designentscheidungen sind. Erinnerst du dich noch an die zahlreichen Stellen des Spiels, wo wir irgendwie ewig lang durch die Gegend gestolpert sind und einfach kein Speicherpunkt irgendwo in der Nähe war? Wo wir irgendwie mehrere Bosskämpfe aneinander hatten und das Spiel, anstatt uns mal irgendwie speichern zu lassen, schickern wir uns mit weiteren Kämpfen? Was ist zum Beispiel wieder, und ich musste das hier mal schon wieder ansprechen, der Mehrwert in diesem Spiel ist, wenn ich frei speichern könnte? Was ist der Mehrwert? Nenn ihn mir bitte. Der Mehrwert ist, dass die Speicherpunkte total unregelmäßig verteilt sind. Ich meine, warum ist hier schon wieder ein Speicherpunkt? Was ist jetzt nochmal großartig passiert, dass wir hier jetzt unbedingt wieder einen Speicherpunkt brauchen? Aber dann wieder, keine Ahnung, eine Stunde kein Setzen nach dem Motto. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich jetzt nächstes wieder passieren. Ja. Oh Mann, ich hasse, wie ich das hasse. Ja, immer dieses nervige Teleportieren, schrecklich, da dreht sich der Magen um. Wenn du das so nennen willst, bitte, ich kann es nun mal nicht ändern. Hä? Ist auch noch alles an mir dran? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er das sagen soll, oder ob sein Facet dafür getauscht wurde. Es wirkt so, Jamann was sagen müssen. Ja, dann, oder? Also irgendwie... Es hätte Jamann sagen müssen, ich hab dich nicht so, ist doch okay, oder irgendwas in der Richtung. Und, also irgendwie, hä? Ja, irgendwas fehlt hier gerade, ne? Ja. Du könntest mir wirklich etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. Na dann... Oh, darum geht es nicht. Ich hasse es einfach, dass an mir herumgezaubert wird. Das klingt falsch. Aber egal. Lass uns jetzt den Jungen suchen. Wie oft er sich noch darüber beschweren? Es gibt ihm nicht wirklich mehr Charakter, indem er sich über unser Zaubern beschwert. Ohne Mist. Ich glaube, wir brauchen... Also, bei Eroberung, Leute, wir brauchen dann auf jeden Fall einen Egal-Counter. Wir brauchen einen Egal-Counter. Und wir brauchen allgemein Egal-Counter auch in anderen RPG-Maker-Spielen, weil ich glaube, das wird noch ziemlich oft auftauchen. Ein Kräutertee, yay. Noch nicht. Erst wenn wir mit dem Plot weiter sind, werden wir uns zurück teleportieren. Die Aura wird hier stärker. Was für ein Zufall. Er ist also hier drin. Die Tür ist auf jeden Fall verschlossen. Schau, da kann man wohl nichts machen. Kannst du nicht Feuerball auf die Holztür machen oder so? Oder können wir nicht einfach blanke Gewalt benutzen? Also außer natürlich, die Tür ist magisch abgeschlossen, dann können wir sie auch nur mit Hilfe von Magie öffnen. Kannst du noch irgendeine andere Aura spüren? Nein, nur die des Jungen. Gut, dann lass uns reingehen. It's a trap! Ich dachte, die Tür ist verschlossen. Wieso sind die jetzt einfach drin? Ach, jetzt haben sie sich doch einfach reingeprügelt. Ja. Der ist der ja. Das ist der Junge. Hopp, jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht mehr. Wer ist da? Taria, na, jeder kennt dich. Du bist der große Held unseres Volkes. Ich hatte ja so Angst. Ah, schön, dass du da bist. Schon gut, Kleiner. Jetzt sind wir ja hier. Zum Glück scheint dir nichts zu fehlen. Welches Level hast du nochmal? Wer hat es nur gewagt, dich zu entführen? Nein, lass mich raten. Es war Borgat. Richtig? Klingt wie ein Städtename aus. Nein, halt, das war Bulgiat. Es tut mir leid. Ja, Borgat. Ganz recht, ich war es. Ich habe mich selbst entführt. Hätte ich gleich wissen müssen, dass du deinen dreckigen Finger da im Spiel hast. Borgat gab es doch nicht als Charakter, oder? Ich habe keine Ahnung, wer Borgat jetzt sein soll. Wurde der in der Vergangenheit schon mal erwähnt? Ich bin der Meinung, der ist neu, der Charakter. Wir haben nämlich noch nicht genug Charaktere bisher gehabt.
Ganz recht, ich habe lange auf diesen Moment gewartet und nun kann ich mich endlich für all diese Demütigungen rächen, die mir die Königsfamilie angetan haben. Ja, ist auf jeden Fall ein neuer Typ. Was denn für Demütigung? Ist jetzt etwa, ist er etwa schon seit Generationen der Butler der Könige? Was soll der Unsinn? Sie waren seit Gedenken immer eine anständige Familie gewesen, denen sehr viel an das Wohl ihrer Untergebenen lag. Bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was dieser kleine Einschub gerade bringen soll. Steht der Typ jetzt in irgendeiner Verbindung mit Zordak oder ist es wirklich nur Spielzeitstrecken? Also pass auf, er ist jetzt ein Martin Sonic, wie würde ich sagen. Die Map hier war gemappt und er musste die Map noch irgendwie einbauen. Ja, und hier sage ich mir, die Map war gemappt und Mr. Ray musste sie noch irgendwie einbauen. Also und neue Figuren dazu erfinden. Vielleicht hatte sie einfach den Plan gehabt, boah, Borgat ist ein schöner, böser Name, den muss ich noch benutzen. Das ist nichts weiter als dummes Geschwätz, wobei man sich kein Leben aufbauen kann. Ich habe genug von dieser Heuchelei. In absehbarer Zeit wird es einen neuen Herrscher geben und wer überleben muss, sollte eben wissen, wann es Zeit ist, die Seite zu wechseln. Und er ist auf Zordaks Seite. Ich hätte es gleich wissen müssen, dass so eine abgebrühte Ratte wie du mit drin hängst. Ja, das hätten wir gleich wissen müssen, weil Borgat ist ja schon so extrem oft im Spiel aufgetaucht. Hey, ich werde sicher gut belohnt für meine Dienste. Immerhin habe ich euch aus dem Käfig herauslocken können. Das wird jetzt euer Untergang. Na toll, wir sind diesem Schleimklotz auf dem Leim gegangen. Inzwischen kann Zordak in Ruhe die Leute in Lysée abschlachten. Hihihi, warum sollte der große Meister sich mit ein paar Mäuse zufrieden geben, wenn er doch die Katze am Schwanz packen kann? Los, schnappt sie euch, ich werde derweil noch meine Belohnung abholen. Hihi. Los, schnappt sie euch, unsichtbare. Ach, Geisterlose, okay. Natürlich muss dieser. Weiß nicht, ich habe ja kein Problem mit solchen Sub-Antagonisten. Zum Beispiel ein ziemlich cooler Sub-Antagonist fand ich mal der bei Turtles. Also der von Shredder, dieser, gab es jetzt einen Lakaien, die nichts konnten? Dann gab es ja einen, der besser drauf war. Meinst du Krang, das Gehirn? Nee. Warte mal, wie ist der Typ? Andere Frage, warum sagt Ellen eigentlich nichts mehr? Ellen hat gerade schon wieder gar keinen Anteil mehr in den Gesprächen, ist das aufgefallen? Ja, weil er ist ja nur da, um die Party zu füllen. Warte mal, wie ist der Typ nochmal? Warte. Genau, guck mal beim Turtles-Wiki nach. Genau. So, es gab die ganz normalen, die Turtles. Gab's Casey Jones. Genau, Casey Jones. Das war doch der Typ hier mit Baseballschläger, ne? Mit, ja, genau. Oder mit dieser, der, genau, der so eine Mike Myers-Maske aufhatte. Genau, genau. Also ich muss sagen, das war ein cooler Schauspieler. Der hat jetzt eigentlich, so ein Arschgesicht. Ja. Könntest du deine vulgären Ausdrücke bitte vor dem Kind unterlassen? What the fuck? Sehen wir lieber zu, dass wir zurück zum Schloss kommen. Ja, das war ja auch gerade alles so unglaublich schwierig. Das war wirklich die unnötigste Spielzeitstreckung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wirklich, es hat überhaupt keinen Mehrwert. Können wir nach unten noch weitergehen? Ja, ich probier's gleich. Es gibt den Figuren. Und speicher bitte unbedingt auf einen anderen Slot jetzt mal, weil ich will danach was testen. Ah, ja, ist doch in Ordnung. Hätte ich ohnehin getan. Nein, da bist du nicht ganz zuverlässig. Ich speichere einfach randomly auf Slots, so wie es mir gefällt. Mit dem Teleporter ging es schneller. Okay, dann bring bitte mal F12. Und lade bitte von bevor wir da reingegangen sind. Wir können da wetten, dass wir da nicht runtergehen können, weil wir seine Aura nicht dort spüren. Wow, wir können da runtergehen. Aber ich meine, hier im Sumpf waren wir ja damals schon mal, ne? Okay, dann ist es in Ordnung. Ja, dann ist es okay. Ist die Frage. Ich hab nur Angst gehabt, ob wir jetzt hier richtig was verpassen können. Nee, hier waren wir schon mal gewesen vom ja, Sumpf. Ja, das ist halt genau. Okay. Dann kannst du da laden. Ich habe jetzt nicht, dass man nämlich da unten irgendwie noch eine neue Waffe wäre, die man nicht mal bekommen können, weil, tja, wir sind halt in der falschen Reihenfolge gegangen oder so. Ja, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich gehe einfach davon aus, dass das Spiel in. Keine Ahnung, in ein paar Parts noch irgendwie so Open World wird. Dass wir irgendwann nochmal durch die ganze Welt laufen können und sowas. Mist! Was ist? Ich kann nicht teleportieren. Die Verbindung zum anderen Teleportverstärker ist aus irgendeinem Grund gestört. Und nur sie kann ich uns nicht zur Stadt teleportieren. Oh, könnte es vielleicht ein Plan der Feinde sein. Jetzt müssen wir durch den Sumpf gehen. Als Wegverlängerung.
kannst du nicht versuchen, ob es ohne diesen Zauber-Utensil gär. Sag nochmal. Hä? Kannst du nicht versuchen, ob es ohne diesen Zauber-Utensil gär. Ja, wenn er einfach nur geht stehen würde, wäre das alles absolut korrekt. Also. Soweit es für Misty Ready Sprech geht, ist es absolut korrekt. Ich musste das überlegen. So. Hä? Was steht da eigentlich gerade? So einfach ist das nicht. Dazu fehlt mir einfach die Übung. Ich kann uns höchstens schubweise hinbefördern. Und erst wieder die Gefahr gegeben, dass uns diese Hexe angreift. Was? Wieso? Verstehe ich alles nicht. Ergibt das gerade irgendwie Sinn, was er da erzählt? Ja, vor allem, sie greift uns scheinbar nur dann an, wenn wir uns schubweise teleportieren. Wie soll das überhaupt funktionieren? Sind wir dann irgendwie irgendwie zwischen Raum und Zeit gefangen? Oh mein Gott, das erinnert mich. Ich habe mal einen Makerspiel gesehen. Da hat der Protagonist, also der hat einen Typ gesagt, das Plot-Device teleportieren, ich kann uns nur x Minuten weit teleportieren. In die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ja, er meinte mit aber in die Strecke quasi, wie viel man gehen könnte in der Zeit. Das ist so dumm gewesen. Und ich auch dachte, hä? Was ist das für eine Begründung? Das ist das Problem. Sie würde es auch so tun. Ja, genau. Versteh doch, diese Teleportation benötigt viel Energie. Aber wenn ich keine mehr habe, bin ich noch ein leichtes Ziel für sie. Aber Gustav ist doch dann da. Herr Flo, dann bleibt uns wohl nichts mehr als zu Fuß zurückzugehen. Mit diesem Kind in der Party. Ja. Ist das nicht irgendwie... Ist es in der Party? Schau mal nach. Nee, ist es nicht. Wenn logischerweise ist es nicht in der Party, aber ich meine, es... Ja, super. Das heißt, ich muss jetzt... Boah, auch den erstmal nicht heilen. Lass das mal. Steve, also, dann hätten wir wirklich kämpfen müssen. Steve, du weißt doch ganz genau, dass wir noch ganz viele Kämpfe bestreiten müssen. Hier zum Beispiel gegen diese komischen Augen. Ach, jetzt willst du gegen die kämpfen? Nö, davon wollen kann keine Rede sein, aber wir können ja auch nicht abbauen. Und ich meine, ich weiß ja auch, dass die Gegner nicht respawnen. Und ich meine, jetzt haben wir noch Ellen in der Gruppe, also lohnt es sich schon wieder fast zu trainieren. Aha. Also, es lohnt sich noch nicht richtig, aber es lohnt sich fast. Ich muss auch sagen, die Kämpfe gehen jetzt auch wesentlich schneller, als wenn wir nur zu zweit sind. Das ist ja das Gute, weil Ellen ja so einen extremen OP-Angriff beherrscht. Ups. Dürfen wir nicht vergessen, der Sumpf schädigt uns. Jetzt ist natürlich die Frage, Geh nach oben. Was? Hast du das gerade gesehen, Steve? Ja. Anstatt dass du an dem Speicherpunkt speichern kannst, wirst du auch noch von irgendwelchen... Das ist so eine Strafe, ja. Ja, du wirst von den Gegnern überrascht und entweder die töten die dich. Oh, wow, Mann. Also das ist ja richtig gemein. Das ist ja wieder so... Das ist wirklich so, wo ich mir denke, was? Also, wer zum Teufel macht sowas? Warum sollte das jemand tun? Es ist wirklich einfach nur gemein. Ja, so... Aha. Vor allem, weil die Typen können einen bestimmt ziemlich krass fertig machen, wenn man nicht zufälligerweise so mächtig ist, wie wir es gerade sind. Ja. Dann guck mal, wie viele die schon wieder aushalten. Obwohl Tarian sogar zweimal angreift. Erledigt. Wow, also das war... Das sind echt schon wieder Stress. Und nach oben hast du gesagt, ne? Ja, genau. Hier geht's nicht weiter nach oben. Soll ich jetzt hier nach rechts gehen oder nach oben? Dann geh nach rechts und dann wieder nach... Also auf jeden Fall versuchen wir uns nördlich zu halten. Na, rein theoretisch müssen ja auch irgendwann mal tote Gegner auftauchen, ne? So, nimm zumindest mal diese Widersacher mit oder so. Also hier diese Leute. Ja, das kann ich machen. Weil, das sind ja aktuelle Gegner. Die sollten wir schon besiegen. Ist in Ordnung, ausnahmsweise machen wir das mal. Ist ja auch nur einer. Ich versuch's mal mit Enter Smashen. Ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll das ist. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, jetzt wäre das gar nicht so schlecht. Wir machen schon ein bisschen weniger Schaden. Wow. So, jetzt können wir mal rausfinden, ob es wirklich Energy macht. Wow, wirklich. Cool. Der lebt also auch wieder, ne? Ja. Es ist wirklich Energy macht. Das ist ja richtig geil. Yes, das. Das finde ich wirklich mal cool. Das ist doch schön. Also das, abgesehen von Item Macht, habe ich das tatsächlich auch noch in keinem anderen Maker-Spiel gesehen. Ja, ja. Also ich muss sagen, also Energy macht man geil. Ja. Das war manchmal so ein echt mächtiger Heilsdreher. Also man muss sagen, die Innovationen halten sich in Grenzen, aber es gibt durchaus mal welche. Boah, mal, sobald wir anfangen, Enter zu kloppen, dann die Kämpfe echt wirklich ewig. Ja. Kommt mir schon fast so vor, als wäre es ein RPG Maker 2003 Spiel. Puh, wir haben es geschafft. Da hat das alte Macht richtig gemacht, dass du einfach ein OP-Waffen hast, mit denen du dreimal zuschlägst pro Runde, weißt du? Dann war das irgendwie wieder vollkommen in Ordnung.
So, das meine ich mit diesen nördlich, immer weiter nördlich stimmt, gehen. Stimmt, du hast recht, ja genau, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Auch wenn ich scheinbar damals vergessen habe, diese Blumen hier einzusammeln. So. Ja, ja. Sehr schön. Das ist halt ziemlich dumm. Ja, ist in Ordnung. Das Under- oder Jamons absolut irrationaler Hass auf Schildermacher. Oh, sie wartet natürlich da auf uns. Hanama, was machst du hier? Wir haben noch einen Platz in der Party. Schön, dass du da bist. Wolltest du nicht in Eldor bleiben, um das Dorf zu bewachen? Ich habe gehört, dass Lysée von irgendwelchen Monstern angegriffen werden soll. Und da wollte ich nach dem Rechten sehen. Das habe ich per SMS erfahren im Newsfeed. Schön zu sehen, dass du überhaupt kein Vertrauen zu mir hast. Steve, du weißt doch, dass unsere Protagonisten alle miteinander vernetzt sind. Die alle, einfach alle über Telepathie. Du kannst doch einfach, man spürt doch einfach die Aura. Ja. Das ist ja klar, du merkst dann einfach, dass drei supermächtige Auren gerade auf dich zukommen. Und das könnte nur die drei sein. Ja. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Der Flopbot schon ist in uns drin. Ja. Irgendwie erinnert mich das Verhalten dieser Frau an jemanden. Hm, vielleicht an jemanden, den wir aus Helden kennen. Kennt Ellen vielleicht ihre Mutter oder Kanama gab es auf jeden Fall nicht in Helden. Nee. Cool, das heißt, wir haben. Die Party ist endlich voll. Ist schön, oder? Ja. Das war irgendwie so, dass. Also, ich habe noch nie gesehen, dass eine Figur so random in unsere Party kommt. Ja. Aber na gut, ich würde vorschlagen, wir lassen es für heute erstmal dabei sein. Ich bin super mega gespannt, wie dieses Spiel weitergeht, weil bisher erkenne ich hier irgendwie immer noch keinen wirklichen roten Faden. Und das, wo wir uns scheinbar irgendwie auf das Ende des Spiels zu bewegen. Ja. Ist cool, oder? Das habe ich so auch bisher noch in keinem anderen Spiel gesehen. Ich muss sagen, oder beziehungsweise, wenn ich jetzt gemein sein würde, würde ich sagen, es gibt nur ein anderes Spiel, oder ich habe bisher nur ein anderes RPG Maker Spiel gespielt, das mit so einer langweiligen Geschichte aufgewartet hat. Und das war leider Wolfenhain. Okay. Ja, war leider auch so. Also Wolfenhain hat einfach überhaupt keine Spannungen mehr erzeugt. Mich hat überhaupt nicht interessiert, worum es in der Geschichte geht. Und so wirklich, also meiner Meinung nach kam da auch nie wirklich was Spannendes. Und One Piece Obsessed hat mich da eigentlich auch in den Kommentaren unterstützt. Ja. Habe ich aber auch schon mehrfach gehört, dass das Spiel tendenziell ja zu den, zwar also, grafisch richtig gut aussieht, aber faktisch na, eher eines der schwachen Spiele von ihm war. Genau, also ich sag's mal so, Wolfenhain ist ein schönes Spiel. Wenn du Bock hast auf Nebenquests machen und einfach nur auf Welt erkunden und sowas, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie eine packende, fesselnde Geschichte suchst, dann bist du da leider fehl am Platz. Ne? Mhm. Und da war es eben auch so, bei Wolfenhain dachte ich irgendwie auch bis kurz vor Ende des Spiels, okay, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Irgendwie sind irgendwann mal irgendwelche Untoten aufgetaucht und irgendwie, keine Ahnung, hatte ich nicht so das Gefühl, als wäre da irgendwie großartig weiter drauf eingegangen, dass ich mir so dachte, oh mein Gott, wir müssen das unbedingt aufhalten oder oh, das sieht das daran und daran. Weißt du, welches Spiel das auch macht, aber dabei trotzdem sehr gut ist? Welches? Die Elder Scrolls Reihe. Ganz ehrlich, ich kenne Leute, ich habe mal jemanden gefragt, ach so, ja, 100 Stunden Skyrim gespielt, habe ich gefragt, um was geht's eigentlich in dem Spiel? Keine Ahnung, ich habe Mods installiert und mache die ganze Zeit irgendwie Welt erkunden. Könnte ich tatsächlich aber auch bei Diablo irgendwelche Leute fragen. Aber gut, das soll jetzt, ja, soll jetzt nicht unbedingt Sinn der Sache sein, weil die Sache ist eben, dass dieses Spiel, bei diesem Spiel geht es ja um die Geschichte. Und ja, genau. Die Geschichte packt mich nicht, sie fesselt mich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, worum es überhaupt geht. Außer, dass wir irgendwie eine Figur haben, die scheinbar in ihrer Kindheit irgendwelche Probleme hatte und dann versucht, dann eine andere Identität anzunehmen. Und irgendwie haben wir Charakterentwicklung hinter uns, die irgendwie schon wieder komplett rückgängig gemacht wurde. Ach, was soll's. Viel zu viele Fragen, die sollten lieber von den Zuschauern beantwortet werden. Wir freuen uns wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei diesem Meisterwerk von Mystery Lady. Tschüss.